Radioaktiv. Aktiv. 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 It gotta run, baby, run. Aktiv. It gotta run, baby, run. You gotta run, baby, run. You gotta run, baby, run. You gotta run, baby, run. 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 Don't hesitate, I got a heart full of love. So don't be late. You gotta run, baby, run. Don't hesitate, I got a heart full of love. So don't be late. My first love was too insecure. A honey bought a little bit, oh, I'm sure. She was the angel for the devil, didn't fit. Please let me cure you if you can cure me before. She was insecure, a honey but a little bit, I'm sure. She was an angel for the devil, didn't fit, you know. Please let me cure you if you can cure me. You gotta run, baby, run. Von Pantano Sound System hier bei Radioaktiv, eurem Campus-Radio. Und wie versprochen ist die Band mittlerweile bei mir im Studio angekommen. Einen wunderschönen guten Tag. Hey, morgen. Aber ihr seid ja gar nicht die ganze Band, ihr seid ja nur drei davon. Wer seid ihr denn? Also ich bin der Heiner, ich spiele Gitarre bei Pantano. Ich bin die Sarah und ich bin Sängerin. Und ich bin der Adrian und ich spiele Saxophon. Okay, und wen habt ihr alles daheim gelassen? Oh Gott, das sind ein Haufen Leute. Wir sind ja insgesamt zu neunt. Okay. Also, ja, wir haben ein komplettes Line-Up mit kompletten Bläsersatz, Trompete, Saxophon eben und Posaune noch. Und die können wir hier gar nicht alle mitbringen, weil wir sind einfach zu viele. Das heißt, ihr seid eine richtige Ska-Band mit viel Bläser. Genau, mit viel Bläser, mit viel Power. Und zwei Sängern. Und zwei Sängern. Mhm. Aber bei so vielen Leuten, das klingt für mich nach einem Meisterwerk, dass ihr euch überhaupt mal zum Proben trefft, oder? Proben sind auch so eine Sache für sich. Tatsächlich so, wir sind auch überall verstreut, ja. Und dann Probentermine zu finden, ist nur mit großem Einsatz auch aller Bandmitglieder verbunden, ja. Okay, wie oft schafft ihr das denn dann? Also es kommt immer natürlich auf die Zeit drauf an. Also im Moment ist es jetzt natürlich ein bisschen wichtiger, weil wir spielen ja demnächst viele Auftritte. Mhm. Und dann müssen wir natürlich mehr machen, aber wir nehmen uns dann auch zeitweise dann ein bisschen zurück. Okay. Wo habt ihr euch denn alles verstreut in der Bundesrepublik? Also zum Beispiel unser Sänger kommt aus Koblenz oder nicht aus Koblenz, wohnt aber im Moment in Koblenz. Dann haben wir Leute in Dossenheim, Rauenberg, Wiesloch,
Und Leim darf man nicht leiden. Das ist unser Posaunisböse. Ihr seid ja eine richtige Skaven und seid, na, schon Heidelberg-Mannheim regional unterwegs. Woher könnte man euch denn jetzt kennen, wenn man vielleicht den Namen der Band vergessen hat, aber vielleicht schon mal auf einem Konzert oder auf einem Gig wart, wo ihr mit anderen Bands zusammengespielt habt? Ja, also wir haben jetzt im Moment relativ viel zusammengespielt, also zum Beispiel auch jetzt mit regionalen Bands wie zum Beispiel Dr. Vogel and Radio, oder wir haben hier schon in Heidelberg auf dem Newcomer Festival gespielt, also da schon relativ viel. Und zum Beispiel heute Abend spielen wir in Mannheim, auch in der alten Seilerei und mit Ruskaya zusammen. Okay, wann geht's da los? Heute Abend, ich glaube wir spielen ab 21 Uhr. Wunderbar, wie viel kostet der Eintritt für diejenigen, die jetzt spontan heute Abend da hingehen möchten? Ah, ist relativ teuer, weil Ruskaya ist ja jetzt auch schon überregional bekannt. Die kommen, glaube ich, aus Österreich, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube 18 Euro, aber vielleicht kann man da noch irgendwas drehen. Es lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Ihr seid ja auch eine Ska-Band, dann kennt ihr euch, wenn ihr Ruskaya kennt, sicherlich auch ganz gut im Ska-Genre aus, oder? Also wir sind jetzt keine Experten. Ich habe da nämlich ein kleines Quiz vorbereitet, ihr müsst aber keine Angst haben, es ist sehr einfach. Ich fange auch ganz einfach an mit einer Band, die nicht unbedingt Ska macht. Die klingt so. Wer ist das denn? Okay, das sind die Hüte. Die Hüte, genau. Onkel Toms Hüte, ja klar. Genau. Wisst ihr vielleicht auch noch, wie das Lied heißt? Ja, das Haya kam ja eben im Text schon vor. Genau. Wunderbar, das war das Leichte zum Einstieg. Könnt ihr vielleicht unseren Hörern noch verraten, wieso ihr die Band so gut kennt? Ja, also mit denen spielen wir jetzt zusammen nächste Woche auf unserer CD-Release-Party. Die waren netterweise so freundlich, uns da zu supporten, und das wird echt geil. Okay. Sind auch Fans von uns aus der ersten Stunde einfach noch, und irgendwie finden wir es toll, dass sie jetzt auch eine eigene Band haben und so coole Musik machen. Und ja, und andererseits habe ich zum Beispiel auch noch nie einen Auftritt von denen verpasst. Das klingt nach einer guten Bandfreundschaft. Die Jungs haben heute auch von 8 bis 9 hier im Campus Wecker nur Gutes über euch erzählt. Jetzt kommt eine weitere Ska-Band, auch hier aus der Region, auch sehr bekannt. Adrian, das sind die Bastards. Ah, ihr seid aus dem schönen Wiesloch. Natürlich. Ihr seid auf jeden Fall schon mal Ska-sicherer als Onkel Toms Hüte heute Morgen. Nächste Frage, auch wieder total einfach. Skape, oder? Genau, genau. Und was ist das für ein Lied vielleicht noch? Boah, jetzt habe ich auch überfragt. Nee, das weiß ich nicht. Mis Kollegas. Aber okay. Es war schon mal sehr viel sicherer als bei Onkel Toms Hüte heute Morgen. Und jetzt noch etwas Schweres. Es ist eigentlich kein Ska. So viel darf man verraten. Okay, bin ich überfragt. Ja, das klingt super. Also ich gebe nochmal einen kleinen Tipp. Es ist kein Ska, sondern Blasmusik. Okay. Aus Deutschland? Deutschland. Aus Passau. Fällt mir jetzt direkt nichts ein. Na gut, das war vielleicht ein bisschen schwer. Das war La Brasbanda. Okay, der Name sagt mir das. Aber es lohnt sich auf jeden Fall anzuhören. Deswegen machen wir das doch jetzt gleich. Huha, Marienkäfer von La Brasbanda. Und danach hören wir mehr von Pantano Sound System. Ja. Call Me von Franz White hier auf Radioaktiv, eurem Campusradio. Und bei mir sind immer noch im Studio Pantano Sound System, zumindest drei von ihnen. Und wir haben gerade schon theoretisch ihr Ska-Fachwissen abgefragt. Die drei sind nämlich auch Teil einer Ska-Band. Und natürlich will ich jetzt von euch wissen, Ska ist natürlich ein bisschen kurz gefasst. Wie genau kann man denn euren Stil beschreiben? Wir machen Ska. Also ja. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Also wir haben viele Einflüsse, da wir auch selbst so aus unterschiedlichen Musikrichtungen eben kommen. Am Anfang war es vielleicht rockiger, mittlerweile tendiert es eher so Richtung Reggae. Aber wir haben beispielsweise auch ein Lied auf der Platte, das lateinamerikanisch angehaucht ist oder ja. Und was unterscheidet euch jetzt von den gewöhnlichen Ska-Bands hier aus der Region, damit ich sage, ich gehe zu Pantano Sound System, die sind affengeil? Also unsere Musik ist einfach so beeinflusst von den ganzen Charakteren, die halt innerhalb der Band sind, weil wir auch musikalisch so verschieden sind, dass es einfach interessant ist. Also jeder bringt da so ein bisschen seine eigene Note und sein eigenes Ding mit rein, und deswegen wird es irgendwie so ein Cocktail dann zusammen, der irgendwie so einzigartig ist. Was ist die Note, die du da einbringst?
Ach, ich weiß nicht. Ich halte mich immer zurück und mache auf der Bühne viel Show. Auf der Bühne viel Show, das klingt schon mal ganz gut. Ihr habt ja bald einen Gig in Heidelberg nämlich. Wann genau ist der denn? Der ist am 5.4., also nächsten Donnerstag. Ah, okay. Und eine Vorband von euch ist Onkel Toms Hüte. Die machen ja keinen Ska. Wie würdet ihr denn die Musik beschreiben, die Onkel Toms Hüte macht? Also ich habe mit den Jungs ja schon geredet. Also sie bezeichnen es selber immer so als Alternative Hip-Rock. Mhm. Ja, also das trifft es auch ganz gut. Ja, und was ist noch für eine Band dabei? Ihr seid zu dritt, glaube ich, an dem Termin. Functional ist noch dabei. Genau, die machen auch Hip-Rock. Irgendwie ist das anscheinend so ein Trend. Und die kommen aus Waldshut-Tingen und die haben wir bei einem Villinger Band-Contest kennengelernt. Den haben die vor uns gewonnen und die sind affengeil, die Jungs. Okay, das heißt, man kann viel Spaß erwarten. Wann muss ich denn da am grünen Donnerstag in die Halle 01 gehen und wie viel kostet der Spaß? Also Einlass ist ab 20 Uhr und der Eintritt kostet 5 €. Aber wenn man bei uns auf der Homepage das Album vorbestellt, dann kann man sich quasi so den Eintritt sparen. Und kommt sogar noch auf die Gästeliste und muss sich vielleicht nicht anstellen. Genau, und bekommt eine nette Mail von uns. Du sprichst gerade schon an, wenn man euer Album bestellt. Denn wieso macht ihr denn das Konzert? Ja, weil das eine CD-Release-Party von uns ist. Also wir bringen jetzt eben am 5.4. unser erstes Album raus. Das heißt Gold Rush. Und ist halt einfach ein Wahnsinnsgefühl für uns. Also das ist was, wo wir jetzt ewig lang drauf hingearbeitet haben. Und die ganze Energie, die entlädt sich jetzt dann am Donnerstag. Das wird fantastisch, seid geil. Na cool, seit wann arbeitet ihr denn schon an dem Album? Also die Idee, dass wir das aufnehmen wollen, die existiert wie lang? Keine Ahnung. Also über ein Jahr ja, bestimmt schon, ja. Auf jeden Fall. Wie lange ist denn eure Bandgeschichte? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lange habt ihr jetzt an der CD gearbeitet? Wie lange gibt's euch? Also nach so einigen Vortreffen und anderen Formationen haben wir dann im Ende 2006, ne, haben wir uns tatsächlich unter dem Namen Pantano Sound System oder damals noch Pantano Castor Sound System auch gegründet und sind seitdem zusammen. Aber auch einige Mitglieder sind ausgeschieden, andere sind dazugekommen. Ja, und jetzt sind wir zu neunt. Genau. Der Letzte, der uns ergänzt hat, war der Adrian. Genau. Und happy. Wie läuft es denn? Ihr macht ja nebenher auch noch ganz viele andere Sachen wahrscheinlich. Ihr macht das ja noch nicht hauptberuflich. Wie lässt sich das denn vereinbaren? Es kostet natürlich enorm viel Zeit, einfach so ein Hobby aufrechtzuerhalten. Und jetzt in dem Ausmaße, wie wir es jetzt machen, ist halt dann ab und zu schon schwierig mit den einzelnen anderen Aktivitäten dann zu verbinden. Also das ist ziemlich krass. Ja. Da muss man schon ziemlich viel Zeit einräumen. Unser Album haben wir beispielsweise...